So entspannt kurven Sie selten über die Straße wie hier beim Fahrsicherheitstraining. Motorradfahrer geben meistens gerne Gas und das endet leider zu oft in Unfällen. 83 waren es bislang in diesem Jahr in der Städteregion. Motorradfahren ist gefährlich und zwar sogar noch gefährlicher als bisher angenommen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Unfallforschung der deutschen Versicherer zeigt, dass das Risiko, bei einem Motorradunfall zu sterben, 21 Mal so hoch ist wie bei einem Autounfall. Was können Motorradfahrer also tun, um sich zu schützen? Jonas Beck hat das recherchiert. Wenn ich für Sie jetzt mal hier am Gas drehe, ja, dann hören Sie und spüre ich, wie viel Power, wie viel Energie in so einer Maschine drinsteckt. Motorradfahren ist besonders und besonders gefährlich, wenn man sein Gerät nicht unter Kontrolle hat. Denn leider, so belegen es die aktuellen Zahlen, entstehen 70% der tödlichen Motorradunfälle durch die Schuld des Fahrers. Deshalb gilt, der beste Schutz ist ein Training auf der eigenen Maschine. Wie hier auf dem Fahrsicherheitszentrum des ADAC in Grevenbruch. Trainer Ralf Berlin betreut bis zu 12 Teilnehmer pro Kurs. Er hat das Auge für seine Schüler und auch das Gespür für die richtigen Fragen. Ich habe bei einem Motorrad, was zwei Zylinder hat und aus dem Hause BMW kommt und der Mensch trägt eine gelbe Jacke, zwei Finger an der Bremse gesehen. Warum? Das ist der Grund, warum ich hier bin. Meisten kommen wirklich her, um was für sich selber mitzunehmen, um ihr eigenes Können halt auch ein bisschen zu verbessern. Je mehr Fahrkompetenz auf dem Motorrad oder im Auto sitzt, desto besser in letzter Konsequenz für draußen. Und die auch teilweise schon mal so ihre eigenen Schwachstellen rausgefunden haben, wo sie heute auch mal gezielt dran arbeiten wollen. Die Gruppe heute ist auf der zweiten von drei Trainingsstufen. Bedeutet, alle haben mindestens schon ein Training absolviert. Die Fortgeschrittenen also. So wie Hans-Joachim Krapp. Er will Fehler vermeiden. Optimale Arbeit. Besser, nicht schneller werden. Das heißt, du bist so ein bisschen eingerostet und hoffst dir oder erhoffst dir, dass du durch dieses Training so ein bisschen noch mehr die Routine bekommst, die man braucht zum Motorradfahren. Ja, genau. Also ich denke mal, gerade beim Motorradfahren kommt es sehr viel auf Routine an und man achtet gar nicht so sehr darauf, wie man Motorrad fährt. Das wird hier gemacht und das soll mir die Sicherheit geben, dass ich dann auch demnächst sonntags gemütlich zum Kaffee trinken komme.